Hier. Frau Doktor, hier. Oh, das ist meine Lieblingsfolge, glaube ich. Dass wir einfach nie vom Parkplatz wegkommen, sondern die ganze Zeit. Wir stehen jetzt halt hier. Ich glaube nicht, was jetzt passiert. Ist die Karte jetzt runtergefallen? Ich glaube es nicht. Ich habe die Karte. Oh, ich habe sie. Ich habe sie. Ja. Bleib mal draußen, ich fahr los. Mein heutiger Chef ist einer der erfolgreichsten Fernsehmenschen dieses Landes. Er hat mit Tutti Frutti den Deutschen nackte Brüste gebracht und mit RTL Samstagnacht den deutschen Fernsehhumor erfunden. Hugo Egon Balder. Als ich ihn getroffen habe, da hat er gerade seine eigene Sendung Der Klügere kippt nach in seiner Kneipe im Zwick in Hamburg gemacht. Und da habe ich fleißig assistiert. Hallo. Moin. Moin. Tag. Finally. Hugo Egon Balder, geboren als Egon Hugo Balder am 22. März 1950 in Berlin, hat ein Kunst- und Grafikstudium gemacht und ist gelernter Schauspieler, außerdem Krautrock- und Schlager-Ikone. Von ihm ist zum Beispiel Erna kommt wieder mal, Erna kommt. Ich muss hier. Das ist so schön, dass du wünschst. Das ist ein gutes Zeug. Ja. Hast viel zu tun. Was habe ich denn zu tun? Ja, ich weiß noch. Jetzt müssen wir erst brauche ich eine Zigarette rauchen. Okay. So geht schon mal los. Okay, alles klar. So, dann müssen wir einen Baumarkt. Ich muss eine Duschdings kaufen und einen Duschkopf. Meiner ist irgendwie nicht mehr so gut. Für das Gäste-Dings. Den kannst du mir dann anbringen. Ja, okay. Ich hole auch eine Zange. Ja. Ja? Und ich sage, was ist da zu lachen? Nee, ich freue mich schon. Ich hab schon Bilder im Kopf. Ohne Zange geht er nicht. So, und dann gucken wir mal, dann müssen wir, wie spät es ist. Und ich muss ja einen Laden heute noch. Wir machen ja da auch ein bisschen Tralala. Mhm. Kennst du meinen Laden eigentlich? Nee, ne? Nee, kenn ich nicht. Okay. Alles Premiere für mich. Kann ja heiter werden. Ja. Hast du einen Führerschein? Ja. Warum? Damit ich dich fahren kann. Ah ja, vielleicht fahre ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Und wie sehen deine Tage aus? Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? Also ich bin ja momentan in Frankfurt, spiele Theater. Der sieht so aus, dass wir, wenn wir das Theater ist um 22 Uhr beendet, die Klappe hier, Theater ist beendet um 22 Uhr und dann gehen wir alle was essen. Mhm. Das dauert dann so bis 12 Mhm. und da haben wir Durst. Mhm. Und das endet dann meistens so gegen 4-5 morgens. Mhm. Und dann schlafe ich bis 3 Mhm. und dann gehe ich frühstücken. Mhm. Und dann gehe ich ins Theater. Und was macht dir daran Spaß? Das ist geil, Theater spielen ist geil. Aber was daran ist so geil? Naja, jeden Abend hast du die Reaktion, die Leute lachen sich tot und es ist so herrlich. Findest du besser als Fernsehen? Ja, tausendmal besser. Wenn ich daran denke, dass wenn du so eine Sendung machst, dass erstmal einer kommt und mit den Leuten erstmal eine halbe Stunde klatschen übt. Weißt du? Ja, und das mache ich jetzt eine Weile. Und dann halt montags hier immer, ne? 7 Folgen. Aber das ist doch deine Traumsendung. Das war ja nur eine Schnapsidee. Ich hätte ja nie gedacht, dass wir das mal machen. Ja, wirklich. Der Drechsler und ich standen irgendwann mal vor 15 Jahren an irgendeiner Hotelbar und haben gesagt, das müssen wir mal machen. Und wir haben es auch nie angeboten. Wir haben es immer nur erzählt. Und dann haben sich totgelacht, haben gesagt, klasse, das machen wir nicht. Du musst schalten? Nein, ich muss nicht schalten. Okay, sorry. Wieso hast du denn dann in Hamburg eine Kneipe, wenn das eigentlich doch logistisch ein bisschen ist? Das hat sich so ergeben. Also ich habe den Laden nur gemacht, damit wir selber Musik machen können. Und der läuft aber gut. Und jetzt haben wir eine Band, die da immer spielt, Samstag, das sind drei Jungs. Und wenn ich da bin am Wochenende, spiele ich immer mit, Freitag, Samstag. Das geht dann teilweise bis morgens um 7. Gott, ey. Also du bist ein Nachtmensch. Ich höre es schon raus. Ja, wenn ich hier bin, schon, ja. Und das ist geil, da tut mir nichts mehr weh. Was tut dir denn sonst? Ich muss alles. Nee, echt, sag mal, so Zipperlein. Alles, mir tut der Rücken weh, alles. Und das liegt an meiner Haltung, auch kein Sport. Aber wenn ich Musik mache, tut mir nichts mehr weh. Dann bin ich auch plötzlich wieder 16. Musik und Theater ist Therapie gegen alles. Wieso bist du denn eigentlich kein Musiker geworden? Wenn das? Ich war ja Profimusiker. Ich hab ja meine Band gegründet, Birth Control. Die und da war ich ja, hab ja ein Jahr gespielt. Da hatte ich einen Autounfall und habe auch meinen Eltern versprochen, die Schule wieder weitermachen. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich weiß, wie viele arbeitslose Musiker rumlaufen. Dingseln, ich weiß. Entschuldigung. Boah, toll, ne? Steht ganz groß Einfahrt. Toll, dass du mir das gezeigt hast. Das hätte ich jetzt nicht gesehen.
Ja, ich finde, du hast ein bisschen spät rübergezogen. Ja, ich ziehe immer spät rüber. Da wird die Frau auf dem Beifahrersitz schon nervös. Das haben Leute schon so oft zu mir gesagt, warum hast du wieder so spät rübergezogen? Und hier dürfen wir drehen? Faszinierend. Die wissen doch nicht, was auf sie zukommt. Ich war echt gespannt, wie Hugo Egon Balder so ist. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass er so muffelig sein könnte oder so ein bisschen ranzig, wenn er einen nicht mag. Und jetzt bin ich total froh. Er ist zwar ranzig, aber ich kann damit umgehen. Nee, er ist Gott sei Dank total nett. Hauen die uns direkt aufs Maul? Das ist meine größte Angst, dass mir jemand aufs Maul haut. Nein, die haut nicht. Egal. Der Samstag ist wohl in den Maul. Nee, überhaupt. Guck. Was denn? Ich habe schon mal weite Teile, habe ich schon mal organisiert. Wie findest du? Ach so geil, wo hast du das her? Ist ja Hammer. So, hat sie erledigt, wir können wieder runter. Dieses Ding, das kommt da irgendwo ran. Brauchst du vielleicht auch noch eine Klobürste? Kommt das ran? Das ist 1,5 Meter, reicht. Ach so, das muss man, nee, das ist nicht gut, das muss man in die Wand schnurzen. Das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Türstopper. Das legen wir jetzt hier hin. Sanitärinstallation. Aber da kannst du unter der Dusche Radio hören. So, guck mal hier. Also. Woran hast du denn gedacht? Muss der irgendwas können? Nee, der muss aber was ist alles können. Geht? Muss nur Turbo. Aber du bist auch schnell im Entscheidungen treffen, oder? Der sieht doch gut aus. Finde ich. Leuchtet der auch? Nein, der leuchtet nicht. Ja, die haben jetzt mittlerweile auch so LED-Licht. Da kommst du total runter, wenn es sich blau anleuchtet beim Duschen. Ich will aber nicht blau angeleuchtet werden beim Duschen. Jetzt doch den, nicht den. Feierabend. Oh Gott, ich bin ganz verwirrt. Ich habe den Überblick verloren. So, pass auf. Was wir brauchen, ist eine Zange. Eine Zange? Ja. Meine Mutter würde sagen, du bist ein nervöser Zipfel. Die kommt ja aus Schwaben. Ja. Warum redet diese komische? Weißt du eigentlich, weißt du, Vorsicht, das ist ein Kindermann. Weißt du eigentlich, was auf Schwäbisch ein um Hilfe rufendes Schwein heißt? Weißt du nicht, ne? Nein. Soll ich dir sagen? Ja. Notrufsäule. Ach, guck mal hier, da ist er schon. Boah, das ist okay. Den Preis, albern. Was für eine brauchst du? Ich brauch so ein Teil hier. Warte mal. Nee, so eine brauch ich nicht. So eine bräuchte ich. Die kann man immer gebrauchen. So eine Zange kann man immer gebrauchen. Kannst du immer gebrauchen. Ja. Im Prinzip kannst du die immer gebrauchen. So, jetzt haben wir alles, jetzt gehen wir. Okay. Brauch ich sowas noch? Das tun wir wieder dahin, wo wir es wissen. Das habe ich hier. Genau. Und eine Tüte hätte ich gern. Jawohl. Einmal kleine reicht? Ich glaube, ja, reicht. Ich kann Kleine, das, kleine ich reicht. Kann kleine. Ja, keine Plastiktüte. Pack du mal ein. Keine Plastiktüte. Umwelt. Ja, Umwelt. Hängt an die Umwelt, Kinder. Danke. Schön. Danke. Tschüss. Gleichfalls. Ciao. Wo müssen wir lang? Da sind wir reingekommen. Okay, ich habe sie schon mal ausgepackt. Das ist schon mal gut. Und die geht. Guck mal an. Die geht. Die geht. Da haben wir das schon mal ausgepackt. Das finde ich schon mal fein. So. Okay. Was wolltest du sagen? Ja. Weil als ich deinen Lebenslauf gelesen habe. Hast du den gelesen? Ja, sicher. Warum denn? Ja, als Vorbereitung, weißt du? Ich bin ein Streber. Bereitest du dich vor? Ich bereite mich vor. Und dann habe ich gedacht, es liest sich aber auch so ein bisschen rumpelig, weißt du? Dann hast du mal viel gekifft und dann was mit Musik und dann aber auch Schauspiel und dann hättest du lieber eine Kabarettsendung gemacht. Dann hat einer gesagt, mach doch Tutti Frutti. Genau. So. Es liest sich so ein bisschen. Ziellos. War es so? Ja, im Prinzip ja. Ich habe, sagen wir es mal so, ich habe mich in meinem Leben nur einmal beworben. Ach, du meinst die Bewerbung an Elsner oder was? Das war das erste und letzte Mal, dass ich mich beworben habe. Aber das war doch keine ernsthafte Bewerbung. Das war eine ernsthafte Bewerbung. Hast du das ernst gemeint? Ja, klar. Du hast da hingeschrieben, ich bin der Geilste, nehmen Sie mich, sonst werden Sie das bereuen. Genau. Und dann habe ich mich da beworben, weil ich vom Theater weg wollte. Das war genau der richtige Schritt. Und du hast dir nie Sorgen gemacht? Du hast nie gedacht, es könnte irgendwas schiefgehen oder? Nie, ich habe mir immer gesagt, irgendwas mache ich immer. So. Notfalls hätte ich mich in irgendeine Hotelbar ans Piano gesetzt. Was ist das für eine Einstellung zum Leben, wenn man das so. Also ich weiß es nicht. Ich habe die vielleicht von meinen Eltern mitgekriegt. Meine Eltern haben ja eine ziemlich beschissene Vergangenheit, beziehungsweise meine Mutter. Und da kriegst du halt, die haben mir halt immer vorgemacht, dass man einfach das Leben genießen soll. So. Und das habe ich auch so beibehalten. Ist das so? Weil, also man muss ja, die haben das KZ Theresienstadt übernommen. Meine Mutter, deine Großmutter, deine Mutter und dein Halbbruder. Mein Bruder, genau.
Und mein Vater war absoluter Sanguiniker, also der hatte nur gute Laune. Aber und, aus Protest quasi, ne? Also als, ja, die waren einfach froh. Das genau. War ja, die Zeit war vorbei, dann bekam ich auch noch, weil war ja gar nicht mehr mit zu rechnen. Meine Mutter war ja schon 40, das war ja in dem damaligen Zeit, war das ja, als wenn du heute 70 bist. Und ja, dann kam das Wirtschaftswunder und alles ging aufwärts und die Läden von meinen Eltern florierten, haben sie noch einen Laden aufgemacht und so. Und dann fanden die das alles, ja, die haben das einfach noch okay. genossen. Und das habe ich irgendwie mitbekommen. Also meine Mutter war die emanzipierteste Frau, die ich je gesehen habe. Mein Vater ist nicht Auto gefahren, meine Mutter ist Auto gefahren, meine Mutter hat die Finanzen gemacht, meine Mutter hat alles gemacht. Mhm. Und ich kannte das zu Hause nicht anders. Du hast auch gesagt, dass du von der diesen gnadenlosen Pragmatismus hast. Absolut. Was bedeutet gnadenloser Pragmatismus? Alles, was unwichtig ist, weglassen. Was ist unwichtig? Lange Meetings zum Beispiel. Okay. Endlose Telefonate. Alles, ja, okay, weglassen. Ja, das auf den Punkt kommen, sagen, gut. Oder zum Beispiel, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, abhaken. Das heißt, du hast keine alten Fälle in deinem Leben, wo du sagst, na, was wäre gewesen, wenn, oder hätte ich damals vielleicht doch besser. Das heißt, das gibt's bei dir nicht, weil du so pragmatisch bist. Das gibt's bei mir, aber das sind dann persönliche Beziehungen. Es hat dann nichts mit Job zu tun. Mhm. Also ich habe bei meinen vier Ehen, die ich ja hinter mir habe, was gibt es da zu lachen? Nee, weil du gelacht hast, habe ich gedacht, warum hast du jetzt gelacht? Nee, dann hab ich gelacht. Also, denk ich mir schon manchmal, hätte man auch ein bisschen anders machen können. Aber gut, aber ist halt guck mal, so. Warum hast du das gemacht? Weil ich habe gelesen, du sagst von dir selber, du bist kein Romantiker. Und nee. Ich glaube, das ist doch gar kein anderen, man heiratet doch nicht viermal, wenn man nicht in der Tiefe seines Herzens Romantiker ist. Es gibt sonst keinen Grund zu heiraten. Das frage ich mich ja auch, ja. Das war ziemlich bescheuert. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe die Freundin immer gleich geheiratet, ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Also ist das, und das hast du dich nie gefragt, warum? Bei mir ist ja so, ich nehme ja im Prinzip nichts ernst. Also es gibt ganz wenige Sachen, die ich ernst nehme, aber im Prinzip nehme ich nichts ernst. Und ich habe auch meine Ehen irgendwie nicht ernst genommen, sonst hätte es ja funktioniert. Aber wieso kannst du nichts ernst nehmen, was ist das? Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe auch, selbst wenn ich darüber nachdenke, müsste ich mich ernst nehmen und das geht auch nicht. Dieses sich nicht ernst nehmen wollen, das ist wirklich sehr ausgeprägt. Und dafür, dass er keinen Plan hatte, bin ich ja jetzt schon die dritte Generation an Fernsehzuschauer, die er erfolgreich entertaint. Und ich kenne ihn ja eigentlich erst wirklich seit Genial daneben. Hat er doch planlos einiges richtig gemacht. Würdest du sagen, du bist ein Glückskeks? Oder? Ja, bis jetzt ja. Da war viel, viel Zufall dabei, viel, viel, viel Glück dabei. Glaubst du, das wird heute noch mal gehen, wenn man das einfach mal so auf sich zukommen lässt? Zeiten haben sich komplett geändert. Damals war es also, eine andere Zeit. Und du kannst dir vorstellen, nachdem ich dann 3 Jahre die Schweinesendung gemacht habe in Mailand, was sehr schön war. Du meinst Tutti Frutti? Tutti Frutti? Ja, ich habe das ja nicht mehr miterlebt hier, Tutti Frutti. Ich kenne das ja. Ja, das war sehr lustig. Nicht? Ja. Wie würdest du mir das jetzt heute für jemanden, der das nicht kennt, das ist was... Kompletter Schwachsinn, würde heute kein Mensch mehr interessieren. Ja, aber wenn man die Beschreibung liest, denkt man, ich glaube, diese Sendung könnte heute nicht im Fernsehen, noch weniger als damals im Fernsehen laufen. Heute musst du was anderes machen. Heute müssen sich Joko und Klaas einen Mund zunähen. Es ist so. Ja, aber die haben jetzt auch keine Titten. Trotzdem, das interessiert keinen mehr. Wirklich keinen mehr. Okay. Aber ich finde das so faszinierend, weil also auch Hella sagt ja über dich, du hättest zum Beispiel kein Ego-Problem. Überhaupt nicht. Ich möchte einfach, wenn ich irgendwas mache, wo die Leute lachen sollen, dann ist es mir völlig wurscht, wer die Lacher liefert. Ob ich das jetzt bin oder ein anderer, das ist völlig egal. Hauptsache, sie amüsieren sich. Ich sage mir immer, wenn ich keinen Spaß habe, dann haben die anderen auch keinen. Aber wo wohnst du eigentlich? Am Arsch der Welt. Schön warm. So, erstmal auf. Guck mal, da ist die Elbe. Die siehst du nicht. Ich sehe sie nicht. Nee, kannst du nicht sehen. Da drüben ist, da ist der Containerhafen. Das ist so geil. Ach, cool. Ja. Ja, schön. Hier, und dann sitzt du hier in deinem Sesselchen. Ich sitze hier. Trinkst du und rauchst du eine und chillst du und guckst du auf die Elbe, oder was? Wie geil ist das denn? Machen wir ein bisschen Licht an, ist ein bisschen. Ja, Freunde. Bisschen duster hier. So. Schön ist es. Schön. Also. Pass auf. Schere, ne? Mhm. Nee, warte. Vielleicht mit Gewalt. Du wirst dich gleich verletzen. Ich glaube, nein. Meinst du? Ja, ich muss nur mal sehen, ob das nur da reingeht. Und ob das zu groß ist.
Meinst du, ich brauche hier diese Ringe, die dabei waren? Ja, klar, die musst du reintun. Ja, gut. Okay. Jetzt probier nochmal. Jetzt geht's. Aber auch nicht gut. Doch. Super. Alter. Doch. Ist geil, oder? Großartig. So, pass auf. Und der kommt jetzt unten rein? Ja, warte. Mach das. Ich will. Ja, mach. Den kannst du natürlich jetzt mit der Zange noch ein bisschen festdrehen. Wenn du so. Oh. Jetzt ist schon ein Kratzer dran. Nicht schlimm. Guckt ja keiner. Das macht nichts. Jetzt ist bombenfest, ja, ey. Reicht. Das reicht, ne? Reicht. So, jetzt nicht anmachen. So, dann nehmen wir duschen. Guck mal, so. Die nehme ich weg. Hier. Test. Die schmeißen. Okay, dann mach mal. Teste mal. Guck mal, hier ist sogar mit Licht. Ah, und was hab ich gesagt? Ja, ich weiß. Und Massage. Guck. So, pass auf. Schön. Ich bin begeistert. Hervorragend. Fertig. Klasse. Oh, das war ja gar keine Herausforderung. Ja, na, das kommt ja erst noch. Ich sage ja immer, früher hatten wir Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aha. Heute haben wir Rauchverbot, Frauenquote und Laktoseintoleranz. Ja, das stimmt. Und das ist alles sehr langweilig geworden. Es ist, meine Kinder sind jetzt 14, 15, die beneiden mich. Es war, naja, wie soll ich das sagen? Es war auch einiges, vieles verboten, aber es wurde nicht so ernst genommen. Mhm. Also heute ist ja alles furchtbar. Es ist wirklich, wir sind alle zu ernst geworden. Das ist wirklich das Problem. Es ist, kommt noch hinzu, ich bin ja Jude, das ist, ich habe ja eh eine andere Einstellung. Glaubst du, dass das Jüdischsein da einen Einfluss hat? Wahrscheinlich ein bisschen Einfluss drauf, weil der jüdische Witz ja auch anders ist als andere Witze. Der jüdische Witz geht ja immer gegen sich selber. Mhm. Immer gegen sich selber. Also du hast gesagt, du wirst jetzt älter und jetzt ist eh alles voll ins Wurscht quasi? Ja, es ist Wurscht. Den Tod nimmst du also auch nicht ernst? Nein. Den am allerwenigsten? Nein, ich bin auch dagegen. Also ich, du bist gegen den Tod, komplett, den likest du nicht bei komplett Facebook? Komplett dagegen. Ich bin komplett dagegen. Ja. Ich meine, kannst du auch Pech haben, dass du da irgendwie jahrelang vor dich hinsiehst, was dir nicht so schön ist. Oder du kannst Glück haben, wenn ich das mal so ausdrücken soll, wie Udo Jürgens, der einfach umfällt. Ja. Einen schönen Tod gibt's nicht. Buff weg. Weiß man ja alles nicht. Aber man kann es ja auch nicht steuern. Mhm. Nicht? Vielleicht doch. Mal gucken. Ich gebe mir Mühe. Echt? Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt es einem im Angesicht des Todes ja noch mal zugute, dass man nichts ernst nimmt, nicht mal den Tod. Aber ich glaub's eigentlich nicht. Wobei ich schon glaube, dass wenn es irgendjemand schaffen kann, dann Hugo Egon Balder. Hast du versäumt? Letzte Schlacht. Warte doch! Ist kalt. Ja, Tag. Ist es geworden. Bist du eigentlich, Ja. Wie ist alles? Bist du aufgeregt, angespannt? Bist du doch auch eine Live-Sendung gleich? Warum soll ich aufgeregt, angespannt sein? Ja. Weil das ja auch gleich auch eine Live-Sendung ist. Ist mir völlig wurscht. Das ist mir sowas von dermaßen egal. Du wirst gleich am Einlass ein bisschen mitarbeiten. Ja. Kriegst dann so einen Zettel. Wie viele Leute gehen denn da? Ich weiß nicht, wie viel wir haben. 150 oder so. Echt? Ich weiß nicht, wie viel. Was ist für dich die größte Freude an der Sendung? Lass mich nachdenken. Dass ich mal wieder in Hamburg bin. Ja? Ja. Echt? Ja. Interessiert dich das, was deine Gäste so erzählen? Nein. Findest du, dass das Konzept aufgegangen ist? Nein. Ja, okay, schön. Ja, es ist ein völliger Schwachsinn und Anarchie und alles. Und, ja. Okay. Das ist ja nachher sehr, das ist alles wurscht. Was ist nicht wurscht? Was ist am Ende nicht wurscht? Was nicht wurscht ist zum Beispiel, sagen wir mal, ein auf der Bühne ein Theaterstück so zu spielen, dass die Leute lachen, das ist nicht wurscht. Da gibt man sich Mühe, da bin ich ehrgeizig. Aber alles andere ist... Bleibt er dabei, ist ihm alles wurscht. Wobei, wenn man mal ehrlich ist, dann sind es ja wirklich verdammt wenige Sachen, die wirklich bedeutend sind im Leben, so wie in seinem Fall Theater spielen. Also Dinge, die einen wirklich, wirklich froh machen. Bist du ein glücklicher Mensch? Würdest du dich selber als glücklich bezeichnen? Im Prinzip schon. Und jetzt nicht Glück gehabt, sondern als glücklich? Ja. Ja? Ja. Ich habe zwei wunderbare Kinder. Herrlich, großartig.
Hm. Mit meiner Ex-Frau ist alles in Ordnung. Wir tragen uns wieder. Du lass da immer jetzt alles so gut, alles gut. Nee, ist alles gut, alles gut, alles gut. Alles prima so. Du hast gesagt, deine Mutter hat nie geweint und du würdest es auch nicht machen. Deine Mutter hat zweimal geweint, dass sie zweimal weinen sehen und du weinst gar nicht, wenn dann nur innerlich. Ja. Stört dich das manchmal, würdest du es gerne können? Ja. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass das andere Leute nicht zu interessieren hat. Echt? Ja, das ist mein Ding und das hat niemand zu interessieren. Und du findest nicht, dass es manchmal vielleicht gut sein könnte, sich mitzuteilen, teilen? Natürlich finde ich das. Wenn ich das öfter gemacht hätte, hätte meine Ehe wahrscheinlich auch gehalten. Tue ich aber nicht. Okay. Ja, deswegen sage ich ja, das ist bei mir manchmal sehr schwierig. Ich bin dann sehr, also auch, aber ich bin auch mir gegenüber dann auch hart. Wirklich. Es gibt auch viele, also Jackie ist wirklich mein längster und bester Freund. Auch zu dem würde ich wirklich nur im äußersten Notfall gehen. Wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber die Situation kam noch nie. Ansonsten habe ich überhaupt keine Veranlassung, mit irgendjemandem irgendeine Scheiße zu teilen, die ich gerade habe. Warum? Warum soll ich das tun? Was interessiert Weil manchmal Dinge leichter werden, wenn man sie teilt. Weil das Wissen darum, dass man nicht alleine ist, sondern Dinge teilen kann. Ja, aber du belastest doch einen anderen jetzt schon wieder damit. Das will ich aber nicht. Und warum darf man andere nicht belasten? Man darf schon, aber ich will es nicht. Wenn der andere das mit sich machen lässt, ist ja gut. Aber ich möchte nicht, dass... Ich weiß ja, wie es bei anderen... Hast du nicht das Gefühl, dass dich am Ende nie jemand wirklich kennengelernt hat? Das Gefühl habe ich ja. Aber das ist doch ein schlimmes Gefühl. Das macht einen einsam. Nein, das finde ich herrlich. Das macht dich nicht einsam? Nein. Du gehst von der Welt und denkst, es hat mich vielleicht nie jemand richtig kennengelernt und es ist dir egal? Ist mir wurscht. Nee. Doch, die Einzigen, die mich wirklich kennen, sind meine Kinder. Das sind die Einzigen. Ja, nein, es ist so, weil ich mich da auch anders verhalte. Echt? Ja, ja. Eine Freundin hat mir mal einen Silvesterbrief geschrieben, man hat so wenige Chancen im Leben zu zeigen, wer man wirklich ist, nutze jede. Also es gibt vielleicht ein paar Leute, zwei, drei, die mich anders kennen und besser kennen als andere. Aber mehr auch nicht. Mehr nicht. Also zum Beispiel meine ganzen Ex-Frauen kennen mich alle nicht. Ja, dann darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Ich habe mich auch nicht gewundert. Nein, ich sag's nur nochmal. Nein, das habe ich überhaupt nicht kennen, gewundert. Denn? Ich habe mich nur gewundert, dass es manchmal so lange gehalten hat. Okay. Das habe ich mir gewundert. Ja, das hat man doch auch eher selten, dass jemand seine persönlichen Belange nicht teilen will, noch nicht mal privat, weil man das als Belastung für andere empfindet. Dabei hätten sich doch wahrscheinlich ein paar Leute gefreut, wenn sie einfach mal für ihn hätten da sein dürfen. Also relativ einfach einscannen und dann kommt das schon. Wo, was scanne ich? Ah ja, cool. Werden die gleich abgerissen? Nee, das dürfen die einfach erstmal auf. So, bitteschön. Viel Spaß. Ah. Easy. Das war ein gestern Tag. Haben wir da Licht irgendwo? Ich glaube, der Licht, wenn nicht, muss auch mal anziehen. Könnt ihr mal die Lampe anmachen da oben? Gibst du mir noch einen Wodka bitte? Und der Katrin auch, zwei Wodka. Nee, ich trinke keinen Wodka. Ein Wodka. Ich denke, du assistierst mir. Nee, ja, aber doch nicht jetzt. Im Saufen. Das ist doch die Voraussetzung. Das ist doch die Voraussetzung hier. Ja, aber dann nicht Wodka, ey. Wie hart ist das? Was denn dann? Was willst du denn an Baileys? Ja. Ein Baileys auch noch. Wodka und Baileys. So für alle, die Der Klügere kippt nach nie gesehen haben und auch nicht mehr sehen werden, denn die Sendung wurde leider ein paar Tage nach unserer Aufzeichnung abgesetzt. Wir sind unschuldig, aber das Prinzip war so, sich sinnlos besaufen und über das Weltgeschehen diskutieren. Aus dem Zwick auf der Reeperbahn. Der Klügere kippt nach. Das einzige deutsche Vollprogramm. Und heute zu Gast Desiree Nick, Hella von Sinnen, Karel Dall. So, ich habe auch noch einen Gast heute. Ja. Ich habe einen sehr netten Gast. Die Katrin Bauerfeind ist da. Und heute hat sie mir assistiert den ganzen Tag. Sie hat mich vom Flughafen abgeholt. Sie hat eine Duscheinrichtung für mich angebracht. Wir waren im Baumarkt. Ich habe ihr mein Schlafzimmer gezeigt. Das hat nichts genutzt, wollte ich nur sagen. Und okay. Jetzt ist sie heute Abend hier, sie hat schon den Einlass gemacht und du musst heute Abend hier zapfen, das weißt du. Ja. Ja? Jetzt ja. Du hast doch schon Baileys getrunken, obwohl du kein Alkohol trinkst normalerweise. Ja. Wie geht's dir? Bist du schon blau? Oder? Mhm. Ja. Und wir haben jetzt zwei Teams hier, oder? Das Tele5-Team. Ja. Und ein weiteres Team von Dreisat. Richtig. Das
speziell für die Sendung von Frau Bauerfeind da ist. Richtig, und wir haben auch beschlossen vorher, dass wir alle intellektuellen Geschichten in die Kamera von Dreisat sprechen. Welche ist denn das? Und den Rest bei Telefon machen. Ah, das ist nicht zu sehen, die Kamera, da kann ich leider nicht reinsprechen. Damit ich schicke ihn hin. So. Und ich brauche Alkohol, Herr Bader. Patricia, bist du bereit? Kommt sofort. Ja. Katrin, du bist eine Augenweide. Ja. Ich möchte, dass du permanent hier vorbeikommst und uns erfüllst. Ja. Ich möchte, dass du jeden Montag hier bist. Okay, kein Problem. Ich bin gleich wieder da. Eine Kooperation mit Dreisat machen. Auf dein Wohl. Wir sehen uns morgen im Flieger. Oder auch nicht. Ich hab kein Haus, ich hab auch kein Schloss. Mein Konto auf der Bank ist auch nicht sehr groß. Jedoch von einem hab ich viel. Ich hab Sexappeal. Ja, man kann sagen, was man will. Ich hab sehr viel Sexappeal. So. Ich muss die Katrin mal fragen. Katrin, wir waren ja den ganzen Tag heute zusammen. Was bedeutet denn für dich Sexappeal bei einem Mann? Was muss der denn dann haben? Ich glaube, er sollte intelligent sein und der Gang ist total wichtig. Gang habe ich noch nicht gehört. No, wie ist denn der Gang? John Wayne oder Daniel Craig? Immer Daniel Craig. Sag mal, der Gang ist für dich wichtig? Ist das wie sich jemand bewegt, ist total wichtig. Okay. Die Sendung heißt doch, der Klügere kippt nach. Ja. Wie soll ich das denn machen, wenn ich nie was zu saufen kriege? Ja, dann müsst ihr, schreise mich doch einfach an. Wir machen mal Folgendes. Katrin, tust du mir einen Gefallen? Bring mal Frau von Sinnen gleich 24 Corona. Oh, Scheiße. Nee. Eins würde mir erst mal... Ich glaube den Bond. Katrin, aber da fragt mich jemand von daher. Bitte. Du hast wirklich Qualitäten zu einer Hausfrau. Hast du noch Baileys? Alles. La Paloma, wohin? Auf Matrosen! Ade! Ade! Wie muss denn ein Mann gehen? Muss der einen geraden Rücken haben? Muss der einen entschiedenen Schritt haben? Sag keinen geraden Rücken, bitte. Weil ich meine, was? Worauf achtest du denn? Fragst du lieber nicht. Doch, ich will es auch mal wissen. Also ich bin da komplett langweilig. Ne? Schnelligkeit im Kopf, Witz, Sprache. Aber nichts Optisches, gar nichts. Ah, jetzt hab ich's. Ohren. Nee. Ja. Mich wegen dem Gang auslachen und jetzt mit Ohren kommen. Ich achte auf Ohren. An sich wollten wir uns jetzt nur verabschieden. Oh, ja, ja. Aber dafür kennt ihr mich ja. Schöne Sendung. Also, musst du einmal drücken oder was? Ich habe immer das Gefühl, du bist so ein Typ, der nur mal drücken muss. Ich? Ja. Gerade du. Kann ich vorher noch mal trinken? Ja, kein Problem. Da bist du aber die Erste, die das sagt. Nee, doch. Find ich voll. Ich finde, weil du das auch vorher gesagt hast, du bist so hart, auch zu dir selber. Und dann bist du so, ist mir wurscht, ist mir alles egal. Und dann denke ich immer, man muss ihn nur mal drücken. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Das war sehr schön. Ja. Das war mein Tag mit Hugo Egon Balder. Und ich muss sagen, ich finde, das war sehr charmant. Und er hat unser kleines Format über alle Maßen bereichert. Das ist auch schon meine Überleitung in die Winterpause. Wir verabschieden uns. Kriegen Sie 2015 voll ins Gut rum. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.